nach den letzten Korrekturen im Markt sind wir sehr, sehr gespannt auf alternative Use Cases von NFTs zum Beispiel. Ich befinde mich heute mit Alexander Lenz von Smape Capital auf dem Krypto-Investorentag in Frankfurt. Du hast bereits mehrjährige Erfahrungen im Private-Equity-Bereich. Ist der Krypto-Bereich damit vergleichbar? Ja, ich würde sagen, der Krypto-Bereich ist auf jeden Fall mit einem Private-Equity-Bereich vergleichbar. Es braucht für diese neue Technologie und innovative Projekte frühes Geld, das üblicherweise nur aus privater Hand kommt. Natürlich kommt es ein bisschen auf die Anlagestrategie des jeweiligen sozusagen Kryptofonds an, aber gerade im Pre-Seed-Bereich ist viel privates Kapital unterwegs. Investiert ihr bei Smape Capital dann in Coins oder in Kryptoprojekte direkt? Also wir als Web3 Token Fund investieren hauptsächlich in Tokens, das heißt nicht notwendigerweise in die klassischen Equity, also Eigenkapital oder Fremdkapitalinstrumente. Es liegt daran, weil wir den Value von Token, insbesondere im Pre-Seed-Seed-Bereich, darin verstehen, dass er schneller liquide wird und wir dadurch unseren Investoren auch schneller sozusagen wieder Kapital zurückgeben können. Die Investments an sich sind, wie gesagt, Pre-Seed- und Seed-Investments. Das wird üblicherweise über sogenannte SAFTs abgebildet. SAFT steht für Simple Agreement for Future Tokens, weil Investitionen üblicherweise vor der Generierung eines Tokens stattfinden, der uns dann zugeteilt wird. In eurer Strategie investiert ihr auch in verschiedene Sektoren. Welche sind derzeit spannend und welche könnten es in Zukunft werden? Also unsere Strategie beinhaltet mehrere Sektoren. Wir sehen uns sehr stark im Infrastrukturbereich, allozieren natürlich einen Teil unserer Assets auch in die Bereiche DeFi, NFTs, DAOs, Data und AI im weitesten Sinne. Wir haben in den letzten Jahren die Entwicklung insbesondere im DeFi-Bereich und im NFT-Bereich mit Spannung mitverfolgt. Nach den letzten Korrekturen im Markt sind wir sehr, sehr gespannt auf alternative Use Cases von NFTs zum Beispiel. Wir verfolgen die Entwicklung von DAOs mit Spannung. DAOs haben noch so ein bisschen Kinderkrankheiten aus unserer Sicht heraus, würde ich sagen, aber das wird sich sicherlich in der nächsten Zeit auch legen. Wir sehen NFT-Use Cases außerhalb sozusagen von Arts und Collections sozusagen. Wir verstehen aber alle diese Anwendungsbeispiele sozusagen als zusammenhängend und basierend auf Infrastrukturlösungen, die es gilt zu schaffen und weiterzuentwickeln. Hier sehen wir enormes Entwicklungspotenzial und freuen uns eigentlich darauf, solche Projekte über die nächsten 2-3 Jahre begleiten zu dürfen. Warum investiert ihr denn genau in diese Sektoren? Diese Sektoren sind für uns der Inbegriff des echten Web3s. Sie lösen Probleme wie Skalierbarkeit, Interoperabilität und schaffen damit sozusagen die technologische Basis, die echte Dezentralisierung erlaubt und damit Vertrauen unter allen Teilnehmern bildet.